Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, wir haben das übliche, morgen kommt der finale Kampfgespräch abgeschlossen mit allen Charakteren. Und ja, wir sind jetzt bereit. Ja, wir müssen zum Dimensionsriss, genau. Wir sind jetzt bereit, Gaius in den Hintern zu treten. So, ich freue mich schon. Kann ich zum Dimensionsriss? Gott sei Dank. So, ich hätte nicht keinen Bock, den ganzen Weg dahin zu laufen. Okay, es geht grübeln über Muse. Ja, genau. Wer ist eigentlich der finale Boss, Gaius oder Muse? Oder unterscheidet sich das sogar von den Charakteren, die man am Anfang wählt? Weiß ich nicht. Werden wir ja sehen. Vielleicht verrät es uns, dass es dieses gibt. Completely under Gaius's control. I'd say it's more that Muse has finally found someone she can rely on. She had been yearning for someone to guide her. That girl has some big time dependency issues. Also ist sie ein bisschen Sadomaso veranlagt, aber ich kann so drauf geachtet. Muse's ability to manipulate dimensional space is now in Gaius's hands. That is Und in no unsere. Trivial matter. Agreed. Even the great spirits are no match for a blade that can sever dimensional barriers. That doesn't sound promising. Should we turn tail and run away? Yes, let's do that. Do you really think I would say such a thing? Of course not. You know me well. Wie geil. Objektdiebstahl. Hä? Oh yeah, snag something good. Is it really okay to steal like that? Of course it is. Es ist kein Stehen, es ist Borgen. Yikes. So might makes right, huh? Does that mean if we lose, the enemy might take something of ours? Yep. If we were to lose, the Der enemy wird tot. Tipo. What? You can't take Tipo without my permission. Ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlechte Idee. Hey, that's off limits. I had to save up my allowance for weeks to buy this. It's my number one favorite. But I'm everyone's number one favorite. Nein. Fine, fine. If we lose, we'll just have to sacrifice Alvin's coat. The hell you will. I love this thing. Oh, schön. Boah, jetzt geht es irgendwie immer besser geworden. Okay. Wir gehen mal zum Dimensionsriss direkt. Und ich hoffe, von da aus können wir überall hingehen. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt zum finalen Kampf hin? Fällt mir gerade ein. Zur Weltenkreuzung? Zum Melten? Ja? War das das? Aber ist doch hier die Kreuzung direkt, oder? Jude, you're up. Du bist dran. Nimm das Messerchen und stich. Oder schlitz. Das sieht einladend aus. Less looking, more leaping. Not so fast. What now? You really think we can beat Gaius and Muse like this? Don't tell me you're getting cold feet. I don't think that's what he's implying. Do we need to take care of any business back in Risa Maxia? We can go back? Yes. We can probably return to Risa Maxia from the temporal crossroads. Yeah, Alpha has a point. We cannot expect help from anyone. In other words, we must be fully prepared. Right. We gotta think these things through. We're on our own after all. Ausnahmsweise hast du mal recht, Alvin. So, dann nehme ich mal an, wir können von da aus. Streng geheime Technologie. Von da aus können wir hoffentlich nach Risemax ja auch zurückgehen. I've been at the top of my game lately. Only a matter of time before I'm completely unstoppable. You really have been looking good. Especially with that technique where you stretch out your staff. Right, right. That's my super secret tech. I want one. That's so cool. When I stretch out, that's my super secret tech. That's not a super secret anything. You're just made of stretchy material. Sorry, Tipo, but mine's in a whole nother league. I guess that's fair. Leia must have spent a lot of time and energy developing that.
You don't know the half of it. Installing the springs and the switch was a ton of work. The springs? Your staff is spring-loaded? That's just like a toy. That's all it is. What? Why is everyone so disappointed? It took me forever to come up with that. Well, I'll give you points for the ingenuity. Okay. Es ist also keine Magie oder irgendwie sowas. Es ist einfach nur eine Sprungfeder. Ready, everyone? Last one in has to kiss Tipo. Hey, no fair. Nein, dann hat mich als Erster. No need to worry. We're all bound for the same destination. Guess we'll never get the knack. Er will auch nicht Tipo küssen. Hey, it's worked for us so far. I guess you're right. Well, looks like we're up. Okay. Riese Max, ja, ich komme. Hoffe ich. What? Hey, nice of you to join us. Either we ended up in a different place from last time, or it got a major remodel. Gaius must have used Maxwell's power to alter things here. Where's Leia? Where'd you go? I found another breach like the one we came through. Don't tell me you're in it. I did. It leads to Risa Maxia, so that's the wrong way. Nee, das ist der richtige Weg. Then Gaius and Musei must be that way. This presents a dilemma. I assumed we would just be following the same path as last time. At your age, Rowan, never assume things will be easy. Well said. We have other dangers to contend with besides Gaius and Musei. Better keep our guard up. Let's go, everyone. So, kann ich jetzt zurück nach Riesenmaxia? Ja, was bist du denn? I'm hungry. And if you don't eat a lot, you'll never grow bazoongas. Oh Gott. Der leere Thron. Gaius has been busy keeping order in Roshagal ever since Noctigal died. I wonder what's going on back at his old castle in Kanbalar. Ja, jetzt kommen die ganzen Nebenquests, ne? Neunter Besuch in Niakera. Sure, you don't need to stop by Niakera for anything? Actually, it has been a while since I've shown my face around town. Ich werde sowieso nochmal überall hier durch die Gegend rumlaufen. Ich werde nochmal alles auseinandernehmen. Reden wir mit Balin. Warum? Wir sind... Why? Are you hoping to hear one of his humiliating stories about my past? The more you bring it up, the more curious we get. Okay. So, wo kommen wir jetzt nach Minas Schrein? Ein Außengelände. Ja, ist ein Insider, ne? Außengelände. So, da ist noch eine Truhe. Mit euch. Um euch kümmere ich mich irgendwann, was weiß ich, keine Ahnung. So, der kommt zu Minas Schrein, stimmt. Da können wir direkt nach Niakera gehen. Du kannst nur noch auf der Weltkarte zwischen Riesenmaxia und Olympios reisen. Nach Olympios? Cool. Ja, dann würde ich mal sagen, die ganzen Nebenquests beginnen hier. Ich möchte erstmal nach Niakera gehen, wenn wir schon mal hier sind. Obwohl, ich gebe erstmal die ganzen Dingens ab. Wie heißt er nochmal? Sheridan, ne? Ja. Die gehen erstmal vor. Immerhin bekommen wir ja Geld und wenn ich Glück habe, da Kostüme. Also gehen wir erstmal da lang, ne? Dann machen wir alles, was wir machen können. Ja, da gucke ich gleich nach. Such den Händler, er ist vor einer Weile gegangen. Er sagte, er hätte dringende Angelegenheiten zu erledigen. Was? Dunkelflügel hat wieder zugeschlagen. Er greift Händler auf dem Kulmarpfad an, südlich von hier. Hey! Ich will meine Federn abgeben. Na gut, dann gebe ich den pinken Smart dem ab. Schlechte Nachrichten für Prim. Was ist das denn? We should probably tell Prim about Agria.
Yeah, it's the least we can do. I hope she's still at the medical school. Ja, ich hab's verstanden. Ich soll überall nochmal zurückgehen. Hat nicht so oder so gemacht. Wow. Der Naturforscher in Sheraton. Remember that naturalist who was researching changes in spirit climbs? Ah, yes. Perhaps he's completed his research. Yeah, we should go visit him back at the Central Plaza. Mir fällt gerade ein, wenn ich den ganzen Quest nicht schon sehr viel früher angefangen hätte, hätte ich die ja nicht abgeschlossen, hätte ich ja nicht abschließen können hier. Da wäre episch gewesen. Er wäre ganz schön beschissen gewesen, aber trotzdem. So, hier ist der Forscher. Genau hier am in diesem Berg haben wir ja irgendwie was angebracht. Bei mir schon. After reviewing all of the data, I have determined that there is a clear link between spirit art usage and nearby spirit climb changes. As the scale of spirit art usage grows, the changes in the climb become more pronounced. So the recent topographical changes in Bermia Gorge are due to the increased spirit art usage in Sheraton. That's right. I saw the same kind of data with Fenmont's expanding night climb as well. At our current usage scale, we should only see minor alterations. But if we keep developing new spirit arts, we may be facing irreversible changes to our spirit climbs. Like the whole world going dark? That is a remote possibility, yes. So even if we stay inside the schism, there's a chance that Rizomaxia could end up just like Olympias. I guess even spirit arts have their drawbacks. Aber it all depends on how we use them. If all we seek from spirit arts or spirix is to maximize convenience, then of course we'll see repercussions. I agree, but at least this news comes at the right time. Yeah, if we open the schism and reshape the world, surely human awareness will be reshaped as well. The question, of course, is in what way. But nothing will change at all if we don't act. You're right, for better or worse. This is the path we've chosen. Ja, scheiß auf die Ozonschicht, ne? Ja gut, haben wir was bekommen? Nein, okay, verdammt. Dann gehen wir den pinken Smart eben ab. Ihr wolltet ja was Pinkes haben. Hier habe ich was Pinkes. Da seid da. Ha! Guck mal hier, pinker Smart, I'm awesome. Your name? Elise. Well, you beat us fair and square, Pro Pinkus Elise. Super fair and square! Thank you. Come with us. We'll show you the cute pink thing. So, this is it. It's so cute! Was ist es denn? I've never seen anything so pink and cute before. Was denn? Was denn? Here, Elise, this is for you. Congrats on becoming a pro pinkist. Thank you. Was war es denn jetzt? You did it. That was a well-earned. Was ist mit ihm los? Thank you for all the help. I'm sorry I got you involved in this. Don't worry about it. But I am curious what the cute pink thing was. I can't tell you. It's a secret shared only among pro pinkists. It is? When you put it like that, it makes me super curious. You're starting to sound like them, but we still won't tell you. I think becoming a pinkist has been good for you. Jetzt will ich auch wissen, was das ist. Prinzessin in Auftritt. Wer, das ist nicht der beste Stab, den es gibt. Wow! Ach du! Ein Symbol für Segen und Glück mit der Macht des Heiligen nichts, nur Auserwählte können es führen. Der ist gar nicht mal schlecht. Was war's denn jetzt? War's ein Schwein? Ein Regenwurm? Oder
was weiß ich, ein Marshmallow in Pink. Ich habe nicht mal eine Ahnung, so groß ist meine Fantasie doch nicht. Arg. Egal, ich mache hier einen Schnitt, der Part schon wieder um, verdammt. Wir werden nie erfahren, was dieses pinke Ding ist. Auch nicht durch Google. Und mit dem Gedanken verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Part. Tschüss.